ganz herzlich willkommen hier zu meinem Kanal. Ich zeige euch heute mal das Chaos, was ich hier beseitigen möchte. Ich habe jetzt hier so ein paar Sachen schon ausgebreitet. Das sind alles so meine Ordnungssysteme. Und ich werde jetzt hier anfangen, wirklich Schublade für Schublade mit euch auszusortieren. Ich habe hier sehr viele Lippenprodukte. Ich habe hier zum Beispiel, da möchte ich definitiv Ordnung machen. Das sind so meine Tools, teilweise Limited Tools und so, die ich wirklich auch aussortieren möchte. Hier oben habe ich eine ganz große Arbeit vor mir und zwar sind das Handcremes, die ich aussortieren werde und hier Lipbalms und so ein paar andere Sachen hier, ja. Und da oben gibt es auch noch sehr viel Arbeit und hier oben gibt es noch Masken und natürlich sehr viele Sachen, die ich hier noch einfach für die ganzen Giveaways habe und für die Verlosungen, die werde ich aber definitiv aussortieren. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann tut das. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei bleibt. Ich werde jetzt hier, habe ich mein Bett ausgebreitet. Da stelle ich jetzt hier die Kamera an die Ecke. Und dann teile ich hier Schublade für Schublade. Tue ich jetzt aussortieren. Wir fangen jetzt mal an mit der Lippenschublade. Und ich lege jetzt alles mal aufs Bett. Und dann werden wir auch alles neu sortieren und richtig durchgucken, was tatsächlich gut ist und was halt einfach weg muss. So, ich habe jetzt einfach mal mich hier hingesetzt und werde mich mal hier hinsetzen. Ich hoffe, man kann mich dann hier sehen. Und werde mal mit euch zusammen die Sachen aussortieren. Ich habe jetzt mal mir so gedacht, dass ich hier Stück für Stück durchgehe. Da drüben, was ihr da seht, habe ich mir schon Kisten hingestellt. Und hier ist eine Kiste für Produkte, die ich dann praktisch verlosen kann, weil ich weiß, dass die relativ neu sind oder komplett neu. Also ich hoffe, das ist ein guter Winkel. Und jetzt starten wir mal. Ich habe mir hier einen Mülleimer hergestellt, weil natürlich viele Dinge auch weggehen werden. Ich fange jetzt mal an hier mit den günstigen Lippenstiften. Also Lippenstifte sind halt jetzt gerade nicht so, ich schiebe das mal so weiter. Ich werde jetzt hier auch nicht alles durchswatchen. Und werde jetzt einfach mal durchgehen. Und ich weiß halt, viele Lippenstifte werde ich halt so, wie sie sind, wegschmeißen. Also ich habe halt teilweise welche nun geswatcht und werde hier meine Sammelkiste haben. Also der Lippenstift kommt definitiv weg. Die Farbe habe ich noch nie benutzt. Dieser Lippenstift, Shopping Queen Lippenstift, werde ich nicht benutzen. Es ist noch nicht mal offen. Dieser ist auch geschlossen, wird auch nicht mehr hier bleiben, weil er einfach nie benutzt wurde. Und ich werde jetzt radikal einfach alles wegschmeißen. Ah, das weiß ich safe. Das sind meine Stempelstifte und so. Die werde ich alle wegschmeißen, weil die alle noch nie benutzt wurden und vor allen Dingen, glaube ich, auch mittlerweile sehr schlecht sind. Dann habe ich hier diverse Kiko-Lippenstifte, wo ich mir aber sicher bin, dass die bestimmt auch nicht mehr so gut sind. Also hier, dann habe ich hier noch einen Essence-Lippenstift, wo aber schon schmutzig vorne ist. Die kommen alle weg. Da habe ich noch einen Catrice-Lippenstift, wo ich aber sagen muss, die Farbe ist schön. Aber ich denke nicht, dass ich den groß benutzen werde. Ich lege mir den mal zur Seite. Und ich werde jetzt meine Lippenstifte ein bisschen kleiner sortieren. Also mein Ziel ist es halt, meine Lippenstifte auf das hier zu reduzieren. Der Kiko-Lippenstift, der hat folgende Farbe. Ist ein sehr cremiges und glossiges Finish, ist mir aber persönlich zu hell. Ich mache das, die Kleidern einfach aus dem Grund, weil ich jetzt einfach die Schnauze voll habe. Ich habe wirklich so viele Schubladen voll. Die einzigen Sachen, die ich jetzt nicht wirklich aussortieren kann, sind halt einfach zum Beispiel Dinge wie, also jetzt haben wir hier, haben wir noch einen sehr, sehr schönen Lippenstift. Das ist aus einer LE von Trend It Up. Den werde ich safe behalten. Der ist nämlich mega schön. Dann habe ich hier noch einen Glitzerlippenstift von Essence aus der Avengers Awaits. Der kommt weg, weil der ist benutzt und der ist auch angelaufen. Dann habe ich noch von der Malaika Raiz. Da seht ihr, die Pigmentierung sehr schlecht. Kommt weg. Dann habe ich hier noch einen Lippenstift, der mir direkt entgegenfällt. Das ist vom Primark einer. Der kommt auch weg. Dann haben wir hier noch einen, der hat so ein richtig witziges Finish, ehrlich gesagt. Den werde ich behalten, der ist nämlich sehr schön, wie ihr seht. Dann habe ich hier nochmal einen, der ist sehr schön, also da fand ich die Formulierung unnormal. Und zwar hier, da seht ihr ja richtig auch, dass sie sehr cremig sind und noch recht neu. Dann haben wir hier nochmal so einen aus der Avengers Awaits, den fand ich eigentlich ganz hübsch. Aber Leute, ich trage den halt gar nicht und ich muss jetzt, also den werde ich auch vielleicht, aber sicher bin ich nicht. Ich mache kurz die Swatches ab, weil muss ich auch immer wieder Platz machen. Dann habe ich hier von Avon, die Farbe fand ich sehr, sehr schön, also das ist ein sehr schöner Lippenstift,
Das ist ein sehr dunkler vor allen Dingen. Dann meine Love Lippenstifte werde ich alle behalten, weil die halt einfach von der Qualität her sehr gut sind. Also Love hat ganz tolle Lippenstifte und auch von den Farben her sehr schön. Also hier so ein richtig grau-gräuliches, ein gräulicher Stich. Also ich mache jetzt mal hier so die Love Lippenstifte hin. Leider trennen werde ich mich von all diesen Glitzerlippenstiften, weil die alle schon echt schlecht sind. Also ich mag die überhaupt nicht. Ich habe die nur mal geswatcht, also ich mag sie von der Konsistenz her nicht, ja. Und ich finde die auch furchtbar vom Finish, also auch vom, also das sind total schreckliche, weiß ich nicht. Also die Farben finde ich total schrecklich. Die kann ich so gar nicht benutzen, wenn meine Mutter, also da muss ich dann gucken, was meiner Mutter vielleicht gefallen würde. Da werde ich vielleicht zwei Stück mal zur Seite legen. Dann habe ich hier zum Beispiel so ein dunkelbraun. Das sieht halt echt scheiße aus. Das mag ich nicht. Das sind aber... Oh, das ist ganz furchtbar. Das ist halt richtig schrecklich. Also das weiß ich auch nicht, was das für eine Farbe ist. Dann habe ich hier noch einen Catrice. Ich weiß nicht, was das ist. Der ist total ausgetrocknet. Also der funktioniert überhaupt nicht mehr. Das Dekladdern geht bei mir relativ einfach, weil ich einfach denke, man kann wirklich vielen Leuten eine tolle Freude machen, aber man sollte vielleicht nicht alles behalten, weil einfach das nicht immer Sinn macht, alles zu behalten. Hier sehe ich gerade, dass ich einen nagelneuen Love-Lippenstift, das ist was für meine Mutter, das weiß ich safe. Da kann ich, die lege ich mal hier meine Mom weg. Dann habe ich hier noch ein Rot, was ich glaube, aber allerdings ganz hübsch ist. Ja, das ist ein schönes Rot, das Glitzer, einer von den Glitzern behalte ich. So, jetzt gehen wir weiter. Also jetzt habe ich hier die Revival de Loop matten Lippenstifte, die sind sehr, sehr schön. Also die haben damals mir sehr gut gefallen. Die waren mal aus einer LE, ja, aus, ich weiß gar nicht, wie heißt die, Nights to Remember. Da muss ich sagen, hat mir die Formulierung sehr gut gefallen. Die waren sehr, sehr cremig, aber trotzdem sehr matt. Die behalte ich auf jeden Fall. Da kommt es halt echt immer auf die Farbe an. Das ist halt voll meins. Das ist halt eine wunderschöne Farbe. Die behalte ich sicherlich. Dann habe ich hier... Oh, das Zeug, das geht halt gar nicht. Die sehen halt so schrecklich aus. Die laufen halt irgendwann an. Und dann müsst ihr halt wirklich schauen danach und einfach die wegschmeißen. Also das ist auch ein super alter Lippenstift. Der muss weg. Ich zeige euch, wenn ich hier das mal alles durch habe, der ist zum Beispiel nagelneu, Leute. Den werde ich auf jeden Fall behalten, weil ich weiß, die Farbe ist geil. Dann habe ich hier zum Beispiel noch welche von damals von der Marke Astor. Ich habe da eine Freundin gehabt, die hat dort ganz viel aufgekauft und ich habe dann von ihr voll viel auch geschenkt bekommen. Und boah, ganz schrecklich sind diese, also die muss ich sagen, da sind manchmal so schreckliche Farben dabei. Diese Formulierung ist okay, aber ich fand das Packaging halt schlecht. Das behalte ich jetzt nur, weil die Farbe mir jetzt relativ gut gefällt von dem Pinkstich, weil davon habe ich nicht so viele. Dann habe ich hier nochmal einen Kiko-Lippenstift, ja, so ein Nude. Der ist mir aber von der Qualität her sehr schlecht, weil ich habe halt viel, viel bessere. Dann habe ich hier einen Matt-Lip-Dings, der noch komplett neu ist. Den werde ich meiner Mutter geben. Der nächste ist von Revival de Loop. Die Lippenstifte fand ich auch sehr schön, aber Problem ist, die sind so trocken. Da merkt man halt einfach, dass da die Ingredients, also praktisch die ganzen Inhaltsstoffe, nicht immer so gut sind, weil halt einfach zu wenig Öl in den Lippenstiften ist. Und das merkt ihr halt nach einer Zeit extrem. Also ich habe deswegen auch sehr viele Liquid Lipsticks und da wird definitiv viel mehr behalten. Dann haben wir hier einen matten Lippenstift, der auch, wie ihr seht, schaut ihr mal, das meine ich damit. Seht ihr das, wie die so ein bisschen anlaufen? Und das ist halt einfach ein ganz sicheres Zeichen davon, dass die halt einfach kaputt gehen. Das ist aber jetzt, schaut mal, das ist auch so. Die Farben sind zwar super schön, aber es hilft euch halt alles nichts, wenn die halt nicht gut sind, ja. Das ist ein wunderschöner Lippenstift, den habe ich jetzt ein, zwei Mal getragen, aber das weiß ich, dass der sehr schön ist. Den behalte ich safe, weil von Trend It Up habe ich jetzt nicht die behalten. Dann habe ich hier nochmal so ein ganz schreckliches Braun, weiß ich nicht, Schimmer. Das habe ich werde ich mein Leben nicht tragen. Dann habe ich hier noch ein ganz, ganz tolles Fuchsia von Kiko. Ja, diese die Lippenstifte liebe ich. Die sind so schön. Und die werden safe behalten. Manche Farben, also es wird auch teilweise was fliegen, was farblich nicht mehr meins ist. Dann haben wir hier nochmal dieses eine Art Nude. Das ist auch total angelaufen. Das seht ihr ja, seht ihr das? Das könnt ihr richtig erkennen. Das geht halt nicht mehr, Leute. Das ist halt auch gesundheitsschädlich irgendwann. Dann haben wir hier noch
Alte Essenslippenstifte, muss ich euch sagen, behalte ich jetzt auch nicht mehr. Weil ich habe jetzt einfach jetzt seit dem letzten Decluttern, das ist ein sehr schöner Lippenstift. Das ist nämlich ein Shimmer-Gloss-Stick oder sowas ähnliches. Der hat mir super gefallen, der bleibt. Dann haben wir hier noch einen Ton, der gar nicht gut aussieht. Das war, glaube ich, mal von einer Glowbox oder so. Dann haben wir hier einen Alverde-Lippenstift. Der Farbton ist gut, aber ist leider angelaufen. Dann haben wir hier noch einen Lippenstift, der aber von außenrum ist schon nicht mehr gut. Das seht ihr, das auch wieder leicht angelaufen. Die beiden Lippenstifte von Rival de Loop kommen auch weg, weil die sehen einfach scheiße aus. Leute, glaubt nicht, dass ich das nicht weiß, dass es halt echt voll die Geldverschwendung ist, aber es ist definitiv für mich das letzte Decluttern. Es gibt einfach jetzt wichtigere Dinge, wie Sachen zu behalten, die einem dann doch nicht gefallen. Und das ist zum Beispiel ein ganz schöner Lippenstift, der meiner Mutter aber besser stehen wird, weil ich habe halt solche Dinge, zum Beispiel, ihr könnt es auch auf einem feuchten Tuch zum Beispiel abwischen. Der ist nämlich nicht angelaufen, sondern der ist nur ein bisschen angetitscht gewesen. Der ist aber sehr schön, wird meiner Mutter besser stehen wie mir. Dann haben wir, oh, das sind ganz schreckliche Lippenstifte, das sind von NYX, die ganz günstigen, die habe ich mal im NYX Store gekauft, die fand ich überhaupt nicht gut. Dann habe ich hier noch einen matt. Und zwar ist das einer von Essence, den ich sehr schön finde. Das ist eine ganz arg tolle Farbe, das behalte ich, weil davon habe ich jetzt nicht so viele. Hier habe ich zwei, die ich safe behalten werde, die habe ich nämlich super gepflegt, das weiß ich, das sind nämlich aus so einer Sugar- oder Zuckerwatte-Reihe von Alverde. Alverde hat tolle Lippenstifte, Leute, also hat auch tolle Blushes, also falls ihr da mal gucken wollt. Dann habe ich hier noch von Astor einen, wo ich sagen muss, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Den werde ich meiner Mutter geben, weil der gefällt mir vom Stich her nicht. Dann haben wir hier noch einen, das ist so ein, ja, ich würde sagen, so ein glossiges Braun. Leute, mag ich gar nicht. Ich mag überhaupt keine glossigen Lippenstifte. Dann haben wir hier nochmal so ein, auch so ein Gloss von Catrice. Ich muss sagen, Catrice hat zum Beispiel nicht besonders gute Lidschatten und Lippenstifte sind eigentlich aber dafür relativ gut. Aber wenn ihr halt einfach viele habt, zum Beispiel ich habe halt einfach diese Liquid Lipsticks, die ich halt benutze. Und nachdem diese Declutter-Reihe auch abgeschlossen ist, werdet ihr auch eine vollkommen neu sortierte Make-up-Sammlung sehen, weil ich einfach hier keinen Müll mehr haben möchte. Dann haben wir hier noch Kiko-Lippenstifte, ein sehr vibrant Pink. Also ich habe hier so antibakterielle Tücher, ja, und da wische ich dann immer die Lippenstifte kurz mit ab, damit sie halt mir nicht voll ins Schlecht gehen oder irgendwie anlaufen oder so. Den behalte ich aber, das Pink sieht schön aus. Dann habe ich hier noch ein richtig schönes Magenta, das ist richtig geil. Das behalte ich auch. Dann habe ich hier noch ein Lippenstift, das ist halt so ein Glossy Finish, glaube ich. Den weiß ich, das ist auf jeden Fall eine schöne Farbe. Den behalte ich. Dann muss ich auch ein bisschen sortieren später. Ich habe jetzt, früher habe ich die so ein bisschen nach Farbe sortiert, aber mittlerweile habe ich einfach nicht viele Lippenstifte. Das muss dann halt nicht sein. Dann habe ich hier eine Art, weiß nicht, Koralle-Lippenstift. Die sind von der neuen Formulierung, die sind mega schön. Das sind High Shines von Trended Up. Die kann ich auch nur empfehlen. Der zum Beispiel hat schon wieder richtig Pigment verloren, da müsst ihr richtig rubbeln und das könnt ihr auf eurer Lippe halt nicht machen, weil ihr euch halt die komplette Lippe aufreißen werdet. Das ist halt echt nichts zu empfehlen, Leute. So, weiter geht's im Kontext. Das ist ein sehr, sehr schönes Rot, ja, aber das werde ich nicht mehr so in der Form tragen. Das werde ich meiner Mom geben. Das ist auch eine sehr schöne Farbe, die werde ich allerdings behalten. Und jetzt kommen wir zu den Lippenstiften, die ich safe wegschmeißen werde. Alle NYX günstigen Lippenstifte werden weg, rausfliegen, weil ich die einfach so beschissen finde. Also das ist echt grausam. Dann dieser wird auch rausfliegen. Die Android, diese Lip Ammunitions von Jeffree Star habe ich mal geschenkt bekommen. Beziehungsweise, ich glaube, mir irgendwo gekauft. Ganz, ganz schrecklich. Das ist ein ganz, ganz tolles Erinnerungsstück. Das ist von meiner besten Freundin. Die hat mir den mal geschenkt. Der ist richtig goldig. Also der ist richtig schön, der Lippenstift. So ein glossiges Glitzerfinish, aber sehr, sehr schön. Dann die Vibrant Shocks, ja, sind schon uralt. Und ihr seht ja auch, wie streifig die sind.
Also Leute, das geht halt nicht. Also das sind halt wirklich streifig. Ich behalte jetzt nur das Türkis, weil es sich aufbauen ließ, aber ansonsten eher nicht. Dann habe ich hier noch einen Astor-Lippenstift. Das ist so ein Burnt Orange. Also das ist sowas hier. Das gefällt mir sehr gut. Astor gab es mal bei uns im Rossmann. Da gab es einen Sale. Da habe ich mir ein paar Sachen gekauft. Hier diese, ja, der Matte hier. Ich weiß jetzt nicht von der... Doch, der Matte, der ist gut. Diese NYX Mattes sind geil, aber die günstigen, cremigen Lippenstifte sind nix. Der da, ganz schreckliche Farbe, Leute. Also ist so ein Pink oder was ich nicht. Weg. Sehr, sehr schöner Lippenstift. Eines der schönsten, die ich habe. Ist auch schon seit Jahren in meiner Sammlung und wird safe nicht weggehen. Dann haben wir hier noch einen Essence. Der ist ein Glossy Finish. Das ist halt eher nicht so meins, Leute. Das ist so viel zu rosa. Dann haben wir hier noch einen wunderschönen Lippenstift. Und zwar, das sind die neuen Lippenstifte von Kiko. Das ist ein richtig geiles... Oh, ich liebe Fuchsia über alles. Dann haben wir hier noch einen Lippenstift. Und zwar in einem Glossy Finish. Den liebe ich. Den habe ich nämlich schon einmal aufgebraucht. Seht ihr das? Das ist halt, die Kikos sind halt so toll, die Lippenprodukte. Denn die sind wirklich glossy. Weil ihr dann einfach seht, dass da wirklich sehr, sehr viele Öle drin sind und einfach auch einfach von der Qualität her das einfach auch passt dann. Hier, der ist komplett ausgetrocknet. Ja, ich würde sagen, ich mache einen verdammt guten Job hier gerade. Das da ist eine ganz arg tolle Farbe von Astor. Das ist so ein richtig tolles, mattes Korall. Wird definitiv behalten, gerade für die Frühlings- und Sommerzeit. Das da geht gar nicht, das trage ich mittlerweile nicht mehr. Ich hatte mal so eine Kardashian-Nudes-Phase, das ist halt einfach nicht meins. Das ist ein glossy Finish, das ich eigentlich sehr hübsch finde, muss ich sagen. Das ist eigentlich sehr schöne Farbe, wird behalten. Ihr könnt auch sehr viel an den riechen, ob die noch gut sind. Guck mal zum Beispiel jetzt der da, der ist zum Beispiel schon, der sieht schon so scheiße aus, also oh. Mir tut es auch ehrlich gesagt nicht weh ums Geld. Es ist halt so, da müsst ihr einfach mit rechnen, dass einfach Sachen auch schlecht gehen. Das ist eine so geile Farbe. Das ist der Catrice Lippenstift in der 020. Dieser hier. Also total hübsch. Der bleibt. Dann geht es jetzt weiter auf die Limited Sachen. Boah, das geht gar nicht. Also der Lippenstift ist diese Farbe. Geht halt gar nicht. Das trage ich ja gar nicht. Dann haben wir hier noch ein Dunkelrot. Den werde ich meiner Mutter geben, weil ich trage halt sowas lieber als Liquid Lipsticks, weil ich finde, dass die nicht so streifig aussehen. Dann habe ich hier wieder dieses Burnt Orange von Astor. Da habe ich habe von ihr so viele gekriegt. Ich habe, glaube ich, für 4 Stück von der Nähe nicht mal 1 Euro gezahlt. Und das hat dann sich natürlich schon gelohnt. Hier haben wir noch einen Essence Lippenstift, der sehr, sehr gut ist. Den habe ich jetzt auch schon eine ganze Weile. Das ist aus der From Essence with Love LE. Dann haben wir hier noch ein mattes Pink oder ein Scheinpink. Den behalte ich, weil den finde ich sehr schön. Dann haben wir hier noch ein 020. Das ist so ein... Oh, der ist sehr geil. Das ist so ein ganz, ganz geiles, wie Nars Orgasm Red mit so einem richtig schönen, dicken Goldreflex. Die finde ich dann so wieder richtig geil. Da habe ich noch so ein bisschen Braunrot. Das gefällt mir auch gut. Der 010er ist ganz neu, den werde ich meiner Mom geben, weil ich habe den jetzt gerade in der Hand gehabt. Dann habe ich hier noch einen Essence Lippenstift, das ist aber ein neuerer. Und die neueren haben eine... Schaut mal, also ihr seht ja, wie geil cremig die sind, schaut mal. Die sind wirklich... Also ich habe zum Beispiel, ich glaube, ein paar MAC Lippenstifte habe ich. Aber muss sagen, die gefallen mir nicht so gut wie die. Dann habe ich hier noch einen... Metal, also der ist super schön. Den gab es aus dem letzten Sortiments-Update, gab es einige. Die Metals waren sehr, sehr schön. Die 010, hier ist nochmal so ein Fuchsia Pink, das ist auch sehr schön. Dann habe ich hier eine Festival. Oh, das geht gar nicht. Also das ist einfach so eine Farbe. Also das ist halt das, was ich meine, Leute. Ihr seht ja auch an dem hier nicht, dass ich jetzt voll verrückt bin oder so. Sondern ihr habt über die Jahre einfach auch Sachen angesammelt, die ihr zum Beispiel jetzt hier von der Qualität her, ja. Ihr müsst halt sehr oft drüber gehen. Da seht ihr halt einfach trotzdem, dass die Farbe halt sich gut verteilen lässt. Das ist aber auch so eine... Schaut mal, und jetzt habe ich dasselbe Stranded Up. Und dieselbe Farbe habe ich jetzt von Essence. Ja. Und ich finde jetzt den von Trended Up zum Beispiel besser. Und es ist zufällig dieselbe Farbe. Fast seht ihr das?
Und dann nehme ich natürlich den von Trend It Up und mache den anderen weg. Dann habe ich hier noch einen nagelneuen, sehr bräunlichen, der ist aber sehr schön. Der kommt meiner Mutter zugute. Dann habe ich hier noch von Trend It Up, meine Arm, also habe ich hier ein ganz geiles dunkelschwarz, seht ihr das? Richtig geil. Dann habe ich hier nochmal ein anderes mattes Braun. Matte Braun, das finde ich eh geil. Trend It Up hat sehr schöne Lippenstift. Da ist jetzt das matte Braun hier, das ist auch sehr schön. Dann habe ich hier von. Ja, der geht gar nicht, der ist schon abgebrochen. Also ich würde sagen, verdammt. Also die von Revolution, die kommen alle weg, weil die sind richtig beschissen. Der ist auch nicht gut. Also der hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Also der ist so. Ja, das ist alles, seht ihr, das ist so schlecht verarbeitet und kosten trotzdem 4 Euro. Das gibt es eigentlich gar nicht. Also das muss ich sagen, da gibt es halt echt keine Entschuldigung für. Dann habe ich hier noch einen sehr schönen von Catrice. Dann habe ich hier noch einen matten, der super aussieht. Ich weiß nicht, ob ich es euch zeigen kann. Schaut mal hier. Ja, das ist auch eine sehr schöne Farbe. Ist eine Art graues Taub. Oh mein Gott, mein Arm ist voll. Die Liquids brauche ich nicht. Das weiß ich dann von selber, ob die gut aussehen oder nicht. Da muss ich nur gucken, ob die ausgetrocknet sind. Die Farbe ist nicht gut. Von Too Faced. Oh, das ist so ein Lip-Topper. Da muss ich euch sagen, das geht nicht. Also ich habe den jetzt hier. Ja, aber das sieht so kacke aus. Ah, da wird selbst Too Faced weggeschmissen. Ist mir egal. Da ist wieder so ein Vibrant. Aber die sind halt einfach geil. Die Astro-Lippenstifte, schaut mal, die sind so festdeckend. Dann habe ich hier noch von Trend It Up einen Lippenstift. Der ist aber sehr schön, den behalte ich noch. Oh, mein Arm schläft gleich ein. Dann habe ich hier noch einen. Da muss ich mal gucken, ob die Farbe noch gut ist. Na, die ist nicht mehr gut, die ist zu streifig. Ihr müsst halt auch ein bisschen gucken, was euch so die letzten Jahre, sage ich mal, sehr wichtig war. Das ist auch mega schön, Leute, das hier. Ihr müsst halt auch schauen, was hat euch die letzten Jahre zum Beispiel an Produkten gehalten. Und nach dem Sortiment, nach dem Qualitätsmerkmal müsst ihr einfach auch gehen. Das ist einfach wichtig. Die Glossies behalte ich fast alle, die sind alle super schön. Ich würde sagen, wir sind Hardcore-Leute. Wir haben richtig gut aussortiert. Das ist eine super unique Farbe. Da wäre ich jetzt traurig, wenn die schlecht ist. Und zwar ist es so ein richtig geiles Ziegelsteinrot. Das gab es in einer LE. Das ist auch eine sehr schöne Farbe. Das ist auch von einer so ein Rot, aber in Glanz. Dann habe ich hier nochmal einen. Der ist sogar recht neu. Den behalte ich. Den kriegt meine Mutter, weil den brauche ich jetzt nicht. Das ist auch so ein geiles Rot, aber das ist so viel zu cremig und ich trage den halt lieber als, ich sag jetzt mal als, ja, den Astro behalte ich, der ist nämlich richtig schön. Und dann habe ich hier nochmal einen, das ist auch von Astro einer, oh, der ist auch geil. So, und mein Arm ist voll geswatcht. Und Leute, wir haben echt von der kompletten Kiste auf diese Menge runter reduziert. Und ich bin mega stolz. Das da kann meine Mutter haben. Bei Lippenprodukten muss ich euch sagen, da muss man einfach ein bisschen aufpassen wegen der Haltbarkeit. Ich wasche mir das jetzt mal alles runter und dann komme ich gleich wieder. So, und jetzt gehen wir mal hier auf diese Häufchen. Und zwar sind es halt Liquid Lipstick. Die werden aber genauso aussortiert. So, jetzt stelle ich mal so rüber. Und da fangen wir mal an. Also, hier habe ich. Liquid Lipsticks von den Glowboxen, die kommen weg für euch, weil die brauche ich jetzt nicht. Ich habe jetzt hier noch, genau, das sind Dropper, die muss ich wegtun, weil die sind mittlerweile auch schon sehr alt. Dann habe ich hier noch Liquid Suede, die sind alle noch geschlossen soweit. Die kommen hier in meine Lippenschublade von der. Weil ich habe hier extra ein neues Lippenschirmchen bekommen von meinem besten Freund und da sind halt auch viele Sachen runtergekommen. Dann hier die Feuchtigkeitscreme schmeiße ich auch gleich weg, weil die benutze ich ja überhaupt nicht. Die Max Strobe bringt auch nicht. Und dann habe ich hier einen
Melted Liquid irgendwas. Der ist richtig eklig. Den habe ich von TK Maxx. Der ist mittlerweile auch nicht mehr so der Hit, sag ich mal, ja. Dann hier mit den Crayons hier mache ich, weiß ich auch ganz genau, welche ich behalten möchte. Da sind einige, die ich aber schon vom Farbton her nicht behalten möchte, ja. Und da weiß ich auch, dass die Qualität jetzt nicht so der Burner war. Die Metals waren auch nicht gut. Ja, und bei den anderen muss ich mal durchgucken, aber da habe ich jetzt noch ein paar übrig. Hier habe ich, ja, da muss ich eigentlich sagen, da kann ich eigentlich bald gar keinen mehr verwenden, weil das sind halt, das sind diese Water Kiss. Die sind eigentlich schön, aber die haben halt überhaupt keine Coverage, Leute. Die werde ich komplett wegschmeißen, weil die sind auch alle nicht mehr gut. So, weil das sind so Water, das ist eigentlich von der Formulierung richtig toll gewesen, aber die haben halt überhaupt keine Deckkraft und da denke ich mir eigentlich auch, wofür dann behalten? Ich habe jetzt hier auch ein neues Sortierdings, also habe ich noch übrig. Das ist halt auch schön, ihr habt halt auch sortiert, Sachen einfach wieder übrig und könnt halt wieder, ich sag mal so, euch auf das konzentrieren, was ihr halt wirklich Lust habt zu sammeln, ja. Dann habe ich hier noch ein Waterkiss, der kommt auch weg. Diese hier sind alle von NYX, die sind alle relativ neu, die behalte ich safe. Hier muss ich sagen, muss ich definitiv aussortieren. Ich mag die Manhattans mittlerweile gar nicht mehr. Pastel Profession Lip Topper, das mache ich weg. Das sind kleine Mini-Sticks, die sind eigentlich ganz gut. Also ich habe jetzt halt wirklich etliche Farben hier zum Beispiel fast noch gar nicht verwendet. Also ich habe wirklich kaum was davon verwendet. Ja. Und die werde ich so wie sie sind komplett in die Giveaways, weil ich weiß, ich habe die zweimal, ich habe die nur geswatcht, kaum getragen. Die kommen jetzt alle so in die Giveaways, weil ich echt keine Lust mehr habe, die da zu behalten. Auch weg kommt dieser Melted Metal, der ist scheiße. Dann von Denne hier, muss ich sagen, war ich sehr enttäuscht. Geile Farbe, aber haben überhaupt nicht gehoben. Und außer jetzt diesen hier, das ist ein Lip Paint, kommen alle Lippenstiftchen hier weg, weil sie einfach auch nicht mehr dementsprechend, was ich benutze. Von diesen hier, glaube ich, behalte ich so ziemlich alle, weil die sind eigentlich ganz gut. Das sind diese Crazy Mattes und Ultra Mattes und so, das sind so richtig schöne eigentlich. Hier habe ich noch Augenbrauenpomaden, die sind eigentlich sehr gut. Muss ich halt nur wegpacken. Dann habe ich hier Lip Lacquers. Also die Lip Lacquers sind sehr, sehr schön. Also die von Maybelline, die haben mir alle gut gefallen. Sind auch alle noch relativ neu. Dann habe ich hier die, ja, also ich habe hier Milani. Die werden auch behalten. Die sind nämlich auch sehr gut von der Qualität her. Ich habe halt nur präferenziert manchmal mehr Bock auf sowas wie auch weniger. Weil Milani ist zum Beispiel jetzt keine so Marke, wo ich sage, oh mein Gott, die sind jetzt hardcore super oder so. Das waren sie leider nie. Da sind manche halt auch ziemlich fleckig und auch sehr trocken, aber die Farben sind dafür sehr schön. Da muss ich mal in Ruhe nochmal durchgucken. So, dann habe ich hier zwei ganz neue Glitterflip vom Ciate London. Die habe ich mal zugesendet bekommen. Die sind richtig gut. Ich habe jetzt hier, oh Gott, die sind sogar verschlossen, Leute. Die werde ich alle in die Giveaways packen, weil ich habe hier einfach richtig tolle Farben dabei. Hier so ein richtig dunkles Metal Matt, das werde ich meiner Mutter schenken. Dann habe ich hier noch ein Lila, das werde ich verschenken. Hier habe ich von Gerard Cosmetics auch noch so ein Gloss, den behalte ich, weil der war ganz gut. Insta-Ready Lip Volume war scheiße. Und der Plump It Gloss von Avon war ganz gut. Dann habe ich hier noch welche von diesen, sag ich mal, orangenen Lippenstiften. Die werde ich euch noch geben. Dann habe ich hier noch zwei Farben, die ich auch nicht so verwenden werde. Als Backup. Dann habe ich hier Lip Lingerie. Huda Beauty Liquid Matte. Super beschissen. Kommt weg. Kann ich nur abraten von. Ich fand den ganz, ganz schrecklich, sage ich euch. Dann habe ich hier noch eine zwei Soft Matte Creams. Die behalte ich. Und diese Revolution Glosses sind super schön, Leute. Seht ihr das, wie sparkly die sind? Die werden definitiv behalten, weil ich die einfach wunderschön finde. Dann hier so ein Marmor-Stick von NYX. Ich habe den mal geschenkt bekommen, geht gar nicht. Ein neuer Lippenstift von Essence, den behalte ich. Die tue ich dann praktisch zu den Lippenstiften dazu. Ich habe
Und die Lippenstifte habe ich jetzt mal so, die sind halt ein bisschen angekippt. Die lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ist auch ein guter Tipp, wenn ihr die sortieren wollt, einfach hochkant stellen, damit ihr die praktisch nach unten kippt, damit die per Schwerkraft halt ein bisschen sich sortieren lassen. Und dann haben wir hier noch ein paar Produkte und dann haben wir auch schon das nächste Ding frei. Das sind meine Verlobungsringe. Das wird behalten. Das kommt, weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Das ist ein Liquid Longwear Lipstick. Ja, der ist super ekelhaft. Also irgendwie, die sind irgendwie immer schlecht. Schaut mal. Dann habe ich hier noch von Elf Cosmetics einen Liquid Lipstick. Den schmeiße ich weg, weil hat mir nicht gut gefallen. Die Liquids von P2 sind sehr gut. Und die Glosse von NYX auch. So, jetzt haben wir schon das nächste fertig. So, es wird ja immer besser hier. Auf jeden Fall, hier habt ihr praktisch schon gesehen, dass ich zwei komplette aussortiert habe. Dann habe ich hier, Leute, das sind so die relativ neuen Produkte hier. Ja, das sind praktisch wirklich so die neueren Glosse und so, was ich habe. Die werde ich jetzt aber versuchen, damit reinzusortieren. Und zwar habe ich hier ein paar Aufbewahrungen. Ich habe jetzt hier die Color Boost Liquid Lipsticks. Und zwar sind das wirklich die matten, sowie auch die glossigen. Und die sind alle geil. Also die Vinylicious, alle. Also die finde ich mega, mega, mega schön. Da muss ich mal gucken, wie ich das am besten sortiere. Auf jeden Fall sind die super. Also da, die gefallen mir alle. Die bleiben aber mal ganz sicher hier. Weil die gefallen mir. Die sind auch wirklich super von der Konsistenz her. Und sind auch geil so vom Tragegefühl her. Dann die Farbsticks von Colourpop bleiben auch, weil ich davon echt nicht viele habe. Das ist übrigens ein Besteckkasten von Ikea, Leute. Der hat mich, ich glaube, 99 Cent kostet oder 1 Euro vielleicht. Sehr gut. Ich glaube, alles werde ich hier nicht ganz reinbekommen. Dann muss ich dann weiter stacken. Dann habe ich hier, oh, die sind so geil. Das sind diese Glitzer Flips von Essence. Das sind wunderschöne Lippenstifte. Ich bin hardcore begeistert von denen. Also die sind richtig geil. Die werde ich jetzt hier auch reinräumen. Die kommen dann in meinen Lippenstiftfach, weil die wir benutzen. Das da ist ein Waterproof Whatever Tint oder sowas. Das kommt weg. Habe ich noch nie benutzt. Die beiden Glitzertopper werde ich behalten. Die habe ich von meiner besten Freundin geschenkt bekommen. Zum Geburtstag, glaube ich. Dann habe ich was für die Giveaways, aber 100%, weil die haben mir gar nicht gefallen. Und zwar sind es diese Obsessions, da hat mir die Farbe nicht gefallen. Und von Hanari Beauty habe ich einen Liquid Lipstick, den behalte ich. Und das sind alles Glosse für euch, die habe ich mal gekauft und nur geswatcht, aber auf saubere Hand natürlich. Das sind alles so Glitzerprodukte, die ich sehr gut finde. Das ist einmal hier so ein Dirty London Topper, finde ich aber auch so geil. Das ist ein Lip Foil Topper. Finde ich sehr schön, muss ich sagen. Hier sind die ganzen Glosse, die ich sehr geil finde, die ich auch recht häufig benutze. Haben wir nochmal einen Glitter Switch von Lotte London, einen Pure Pigment Lacquer, die sind sehr geil, und die Melted Chromes von Essence sind auch sehr schön. Davon habe ich auch so ziemlich alle Farben, soweit ich das hier mal gesehen habe. Dann habe ich hier noch von einen Lipgloss von Ding. Da sind noch ein paar Topper, die Lip Lacquers. Dann, welche auch super schön sind, sind diese Prisma Lip Glazes. Also die finde ich ja so hardcore schön. Das sind auch wirklich eines der schönsten Produkte von Essence. Seht ihr das? Von Catrice. Also sind wirklich so tolle Lipglosse. Die könnt ihr euch so auf dem Zentrum der Lippe auftragen. Das ist ein Lippenöl, das behalte ich. Ich würde mal sagen, wir kommen sehr gut voran. Dann habe ich hier noch so ein Plumping Lip Gloss. Den würde ich dann auch mal woanders hin tun. Dann habe ich hier noch ein NYX Cosmetic Metals. Das tue ich hier bei den Metals rein. Das sind noch die Lacquers. Ja, die Matten. Dann habe ich hier noch ein paar. Ich glaube, das sind auch noch Metals Liquids. Da habe ich noch einen Shimmer Lip Top Coat von NYX. Da habe ich noch so ein paar Lip Crayons. Cosmic Matters sind auch schön. Und welche auch sehr schön waren. Also hier habe ich noch so einen Click, der ist auch nicht schlecht. Die Insta Lip Care sind auch schön. Das ist ein Metal Lip Lacquer von Kiko. Und der ist halt mal richtig krass. Also ich habe den für einen Look verwendet.
für einen Augenlook und habe den dann dafür gekauft. Und die Dinger werde ich alle behalten, weil die sind nämlich sehr gut. Und das ist ein, von der My Little Box, ein, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist so ein Lidschatten oder was das war. Den kann ich behalten, weil der war, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Seht ihr, da habe ich schon fertig. Und jetzt räume ich das mal alles in die Schublade rein und dann könnt ihr mal sehen, wie die Schublade aussieht. So, ich habe jetzt das Fach, was vorher komplett Lippenstifte waren, habe ich jetzt umgeräumt. Und zwar, das habe ich jetzt mal dabei eingeräumt gehabt. Und zwar, das sind Schwämme, Pinsel und alle Backups und vor allen Dingen auch saubere, sehr etwas teurere Pinsel. Auch meine ganzen Sigma Brushes sind hier drin. Dieses Zeug hier werde ich garantiert nicht aussortieren, weil das sind alles Tools und Pinsel. Leute, ich bin wirklich sehr, sehr schnell mit dem Wegschmeißen, was zum Beispiel Tools angeht, weil ihr müsst überdenken, die Pinsel und so könnt ihr putzen, aber ich habe teilweise, wisst, kennt ihr das, wenn ihr so ein Set habt von Beatrice Cosmetics, ich habe für 10 Euro ein Set gekauft und wollte aber nur 3 Pinsel davon und sagen wir mal, die anderen 10 waren halt nur nichts nutze. Mittlerweile kommen auch sehr viele Freundinnen zu mir, also Freundinnen von mir kaufen grundsätzlich keine Pinsel. Hier werden auch immer wieder mal welche in die Giveaways packen. Ich habe halt immer auch, gerade so Primark-Pinsel ist sehr, sehr schwierig, Leute. Ich habe zum Beispiel hier noch so super geile Foundation Brushes von Limiteds. Die habe ich damals noch aus Heidis Zeiten bekommen. Hier sind so Haargummis und das sind praktisch alles so Tape. Seht ihr das? So Artist Tape. Das könnt ihr bei Primark kaufen. Super teuer eigentlich, aber könnt ihr für 1,50 da kaufen. Und da seht ihr halt praktisch wirklich alle Sachen, die ich praktisch hier wegsortiert habe. Da seht ihr, welche Menge an Lippenstiften tatsächlich weggekommen sind. Das ist echt eine ganz schöne Menge, Leute. Und das ist das Endergebnis unserer Aussortierseite und Reihe. Und wir haben jetzt praktisch eine komplette Schublade gewonnen, weil diese Sachen ja verteilt waren. Also ich habe praktisch aus 1,5 Schubladen eine kleine gemacht. Und ich muss sagen, mehr braucht ihr auch nicht. Hier habe ich ein bisschen sortiert nach Glosse, nach metallischen Glossen. Das sind die Lippenstifte, die wir noch übrig haben, weil... Ich habe mittlerweile dieses Ding, das habe ich von meinem besten Freund gekriegt. Und zwar habe ich hier Puder drin, ja. Dann habe ich hier meine ganzen High-End Liquid Lipsticks, meine Eye Colors und vor allem die neuen von Physicians Formula. Dann habe ich hier meine ganzen Dose of Colors, Superstays. Da habe ich auch noch Platz hinten. Da habe ich übrigens, Leute, das wusste ich gar nicht, ich habe diese Dinger da reingekriegt. Also dann habe ich da reingeklickt. Dann habe ich hier meine NYX. Das sind tatsächlich Lippenstifte von Maybelline und Essence, die wirklich dauernd in Benutzung sind. Das sind auch meine Kiko-Lippenstifte, meine Liquid Matte. Dann hier habe ich zum Beispiel High-End-Lippenstifte. Die möchte ich eigentlich alle bei mir haben. Hier habe ich alles Glosse. Meine Rival de Loup Matte Coutures, die habe ich natürlich häufiger. Meine High-End-Glosse, Lip-Toppe, Lip-Plumpe. Und hier sind alles meine Kiko-Glosse, meine Fenty, mein Jeffree Star, Lip-Toppe. Und hier unten ist alles Colourpop. Also ich liebe Colourpop und deswegen habe ich die so sortiert. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt von diesen, also wenn wir jetzt diese beiden Schubladen haben, gehen wir jetzt mal einen Stock tiefer. Und zwar gehen wir zu den Foundations jetzt erstmal, weil die Foundations, da kann ich auch kurz einen Prozess machen, weil da kann ich euch direkt sagen, was mir gefällt und was nicht. So, meine Foundations habe ich hier und ich habe hier... natürlich einige Backups. Ihr dürft nicht vergessen, also Make-up ist ja wirklich so ein Backups-Ding, wo ich aber schon sagen kann, es gibt viele Sachen, die ich einfach hier nicht mehr haben möchte. Und beziehungsweise ich werde es auch ein bisschen umsortieren. Die kommen jetzt hier rein, weil ich dann so ein bisschen nach Finish sortieren kann. Ja, da haben wir zum einen die Make-up Revolution Conceal and Define. Die finde ich sehr gut. Da habe ich aber diverse Farben, weil es kommt immer echt drauf an, was für einen Monat wir haben einfach. Ja. Dann habe ich hier, oh mein Gott, das ist eine so geile, ich habe hier zwei und zwar die Indefectible, die ist auch sehr gut und die Infallible, das ist meine absolute Lieblingsfoundation, unglaublich, da gab es so ein Dings dazu, die wird safe behalten, da mache ich allerdings dieses Concealer-Ding ab, den Pot, weil den braucht man natürlich nicht, das ist so ein Infallible Pot Concealer, der ist aber hardcore, den benutze ich immer als Lip Primer. Und das ist ein Backup, also das sind wie gesagt Backup, das ist eine super schöne Foundation. Allerdings muss ich glaube ich sagen, die andere, das war, ich glaube die vorige Formulierung, da bin ich mir mittlerweile gar nicht mehr sicher, wie die ist, aber ich meine, die hat mir jetzt nicht so krass gefallen, wie die was ich jetzt hatte. Aber ich werde die definitiv nochmal austesten, das ist diese Farbe.
Wenn die manchmal nicht so ganz passend sind, muss ich sagen, arbeite ich halt brutal mit Concealer. Und dann haben wir eigentlich schon absolut gewonnen. Dann habe ich hier die Serum Foundation von Love. Die habe ich damals auch bekommen. Die werde ich wegschmeißen, weil die einfach eklig ist. Also die ist einfach schon total ausgetrocknet oben. Dann habe ich meine Ordinary Foundations. Die sind wirklich ganz gut. Also ich trage die jetzt gerade nicht so häufig, weil ich halt gerade zu viele andere habe. Aber die Foundation, das ist eine Serum Foundation und die Coverage Foundation, die gefallen mir eigentlich beide ganz gut. So, dann habe ich hier diverse Farben und zwar Medium Beige. Der LA Girl Pro Matte, das ist eines meiner liebsten, absolut hardcore geilen Foundations. Da habe ich mir einmal eine Farbe Natural gekauft, das benutze ich dann immer als Concealer. Beige zum Beispiel habe ich hier und ich habe noch eine Farbe Warm Sienna, die ist sehr dunkel, ja, da muss ich dann gucken, ich glaube, die schmeiße ich jetzt auch weg, weil die hat, also ich habe niemanden, der so eine Farbe hat, ja. Dann habe ich hier die Stick Foundation, Moment, jetzt haben wir mal hier die Elf Foundation, die werde ich wegschmeißen, weil die habe ich noch nie wirklich großartig benutzt und ich habe jetzt auch keine Lust, der eine Chance zu geben. Dann habe ich hier die die Velvet Matte, ich glaube von Love. Da finde ich das, finde ich die eigentlich ganz gut. Die muss ich testen, weil Problem ist halt bei Love, das ist immer ganz schwierig mittlerweile zu bekommen. Ja, also da muss ich dann schauen. Dann habe ich hier die City Shield, die ist sehr, sehr schön. Also die wird definitiv behalten. Dann habe ich hier Colourpop Foundations, sind bei mir ganz schrecklich, hat bei mir gecaked und am Ende kommt weg. Dann habe ich hier die Natural Lift Make-up. Das kommt auch weg, ist schon zu alt. Dann habe ich hier ein Backup von der Revlon Color Stay. Die bleibt aber safe, weil die ist nämlich mega gut. Da sind nämlich einige, die ich hier drin habe, weil die kaufe ich grundsätzlich immer im Vorrat. Außer die, das ist die Farbe, die ich auch benutze. Ja. Dann habe ich hier die Fresh and Fit Me Awake. Die finde ich eigentlich auch ganz gut. Da behalte ich diese und die schmeiße ich weg, weil die ist nämlich zu rosa stichig. Ist auch so ein bisschen Dewy Rips Finish. Dann habe ich hier die HD Liquid Radiance Foundation von Catrice. Die ist auch sehr gut, wenn ihr so ein bisschen leichter habt. Die Insta Perfect Dista. Das ist, ich finde die mega beschissen, weil ich finde das Packaging billig. Die kostet auch 4, 5 Euro. Und dafür das Geld kann ich halt lieber die da kaufen. Die kostet halt 10 und dann habe ich mehr davon. Dann natürlich behalte ich die Luminous Smooth von der Fit Me Reihe. Einfach nur geil. Dann habe ich diverse und das wird sich auch niemals ändern. Das ist absolut mein Favorite. Da habe ich jetzt nur eine Farbe, die einfach nur nicht passt. Die Farbe ist jetzt schon aus. Das ist die 250. Das ist, wenn ich sehr, sehr dunkel bin. Die hält sich aber ewig. Und dann habe ich die 128 noch als viermaliges Backup, weil ich einfach innerhalb von ein paar Tagen, Wochen hier, das hat sich halt ein bisschen separiert, das Make-up. Da muss ich sagen, da bin ich jetzt einfach geneigt, die wegzuschmeißen. Das ist eigentlich eine schöne Foundation. Aber so, ja, weiß nicht. Da bin ich jetzt nicht so. Die ist mir zum Beispiel auch zu pink. Die schmeiße ich auf jeden Fall weg. Die behalte ich. Die ist noch gut. Dann habe ich hier noch Backups von meiner Maybelline Superstay. Die bleibt aber sowas von. Dann habe ich hier... Was ist das für eine... Oh, die BH Cosmetics fand ich ja so schrecklich. Die kommt auf jeden Fall weg. Dann habe ich hier noch die Photo Focus Foundation von Wet n Wild. Die bleibt, weil die ist nämlich sehr hübsch. Sieht auch sehr gut auf der Haut aus. Ich habe die Photo Focus auch in super hell, weil ich einfach damit zum Beispiel meine Tutorials mache für Ding. Dann habe ich hier noch eine neue Serum Foundation. Die kann ich behalten, weil die ist nämlich unangetastet. Dann habe ich hier ein LA Girl. Das ist viel zu dunkel. Weg. Dann habe ich hier noch die falsche Farbe erwischt. Die falsche Farbe, das ist die 220. Ja, die ist viel zu... die, denke ich, wird jetzt nicht mehr gut aussehen. Die kommt weg. Dann haben wir hier von Lottie London. Da habe ich jetzt... die fand ich gar nicht mal schlecht, die Foundation. Aber das Problem ist, ich nutze sie halt nicht. Hier haben wir noch eine Superstay. Pimp My Lips, das kommt weg. Die da, das sind F6, ich weiß gar nicht, was so ein Ton das ist. Das
sind sehr helle Foundation Sticks. Der Makeup Revolution Foundation Stick ist eigentlich an sich nicht schlecht. Nur halt auf sehr öliger Haut müsst ihr halt einfach schauen, wie ihr damit zurechtkommt. Also ich kam damit ganz gut zurecht. Also gerade die F6 ist so voll mein Ton, wenn ich halt super hell bin. Was nicht so häufig vorkommt. Dann haben wir hier nochmal ein Backup von meiner Superstay. Und ich finde, Foundations lässt sich eigentlich sehr gut reduzieren, weil es halt einfach super, super viel wird sonst. Die Can't Stop, Won't Stop. Da muss ich sagen, da kann ich überhaupt noch nicht wirklich sagen, wie ich die finde, weil ich habe die einfach dafür zu selten getragen. Ich finde sie nur wahnsinnig teuer. Die Strobe Liquid Lotion bleibt auf jeden Fall, weil die ist richtig schön unter der Haut. Und die von Lottie London behalte ich auch. Und somit haben wir aus zwei eine gemacht. Ich habe jetzt mal meine Assistenten hier ins Bett geholt. Also Eli und Nuki liegen jetzt gerade auch hier. Nuki, das ist nichts für dich. Und ich habe jetzt praktisch aus zwei von meinen Schubladen praktisch vier komplette Stacks geholt. Und da hinten habe ich, also da ist schon was aussortiert. Damit es ein bisschen schneller geht, wollte ich euch mal das so zeigen. Nach welchen Kriterien ich das vor allen Dingen aussortiert habe. Ich zeige euch das jetzt mal so. Also ich habe jetzt gesagt, dass ich halt von den vier Stück definitiv die Hälfte nicht mehr haben möchte. Da kommen jetzt praktisch nur noch welche von den Herzen rein. Also ich habe jetzt hier behalten, dass hier, ich habe hier von der Malaika Raiz welche behalten. Hier habe ich zum Beispiel das Glow Powder, sehr geiler Highlighter. Ich habe hier noch ein paar von diesen Face Duos, da bin ich mir aber jetzt auch nicht ganz sicher. Da habe ich jetzt drei, die beiden werde ich behalten, das werde ich jetzt wegtun, weil das ging gar nicht. Dann, leider Gottes, muss ich den Highlighter-Spot hier auch wegtun. Das sind zwar super blinding, aber die krümeln, das ist, also für mich ist das nicht gut, weil das ist einfach von der Qualität her dann auch einfach nichts, aber die schmeiße ich weg. Eli! Ruhe! Die sind jetzt gerade da am Spielen schon wieder. dann habe ich hier noch ein Puder, was definitiv weg muss, und zwar ist es Stay Matte But Not Flat. Das ist einfach schon, das habe ich schon voll gut benutzt, aber es ist halt gerade irgendwie nicht mehr so gut, weil es krümelt halt total. Schaut mal, was die beiden machen, das ist übel. Die beiden spielen unnormal, ja. Eli? Ah, er weiß von nichts. Auf jeden Fall weiter im Text. Und auf jeden Fall haben wir hier noch ein bisschen Platz zu schaffen. Hier habe ich noch einen Revolution Bronzer, der ist an sich nicht schlecht, aber den würde ich jetzt auch wegtun, weil er einfach auch nicht mehr taugt. Dann habe ich hier noch einen Natural Lift Compact Puder. Das tue ich jetzt auch weg, weil es einfach nicht mehr so bei mir in Verwendung ist. Hier werden wir noch einmal durchgehen und dann packe ich nochmal gucken, was wir hier davon brauchen. Dann habe ich hier noch ein paar Blushe, wo ich mir halt auch nicht ganz sicher bin. Das sind so Vivid Baked Blushe, wo ich halt sage, also der kommt jetzt auch mal weg. Das ist ein alter Kiko Blush. Das ist noch eine relativ schöne Farbe, kommt aber auch weg, weil mittlerweile es zu grell ist. Das da ist ein Baked Blush, der fast nicht benutzt ist. Der kommt in die Giveaway-Box, die ich hier unten stehen habe. Weil der ist echt kaum benutzt. Ist zwar schon ein bisschen ein paar Tage alt. Den habe ich von, ich glaube, von der Victoria bekommen. Den behalte ich auf jeden Fall. Und meine Mosaikflasche behalte ich auch. Dann haben wir hier diverse Herzdinger. Das ist Summer of Love, also ich liebe die. Dann haben wir hier Angel Heart. Ja, das ist so ein richtig schönes rosa Herzle. Dann haben wir hier noch, das ist, den werde ich weggeben. Das ist der Lights. Ach, das ist voll schlimm. Das ist so putrig. Also das ist auch nicht so wirklich gut von der Qualität her. Mein Eimer füllt sich, Leute. Das ist echt krass. Schaut mal da runter. Er wird echt voll. Die spielen immer noch da hinten. Auf jeden Fall wollen wir uns nicht beirren lassen. Dann haben wir hier das Unicorn Heart, was ich allerdings schon gerne benutze, weil ich immer die einzelnen Teile benutze zum Inner Corner machen. Dann habe ich hier das Bleeding Heart. Das ist sehr schön. Das ist so ein richtig schöner rosa Highlighter, der richtig toll aussieht. Dann die Blushing Hearts. Die behalte ich alle, weil die richtig toll sind. Dann habe ich hier noch das Dragon Heart. Das ist auch richtig geil. Da benutze ich zum Beispiel sehr gerne für die Inner Corners diese ganzen Goldtöne. Dann habe ich hier das Goddess of Love. Das ist mein Lieblingshighlighter so ziemlich, weil er einfach geil ist vom Ton her. Dann habe ich hier noch das Peach Heart. Das ist auch ein ganz toller Highlighter, gerade für Frühling. Dann habe ich hier noch Blushing Hearts in verschiedenen Tönen. Das ist etwas dunkler. Und dann habe ich noch das Triple Baked Heart, also auch von iHeart Makeup. Sind sehr, sehr schön. Dann habe ich hier zwei von den Caviar Gouge
Highlightern, die behalte ich aber, weil die benutze ich immer wieder mal. Nur aufgrund der Größe geht es halt nicht immer. Dann habe ich hier ein Wet n Wild Contour Set, was ich ehrlich gesagt gar nicht oft benutzt habe. Das ist sehr cremig, aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Dann haben wir hier noch ein Prime and Fine. Das ist einfach so ein riesen Translucent Powder. Finde ich ganz cool. Ich habe davon auch noch ein Backup, weil habe ich mal so geschenkt bekommen. Dann habe ich hier noch drei der City Mini Palettes. Die sind sogar richtig schön. Die kommen aber in eine Lidschattenabteilung, weil ich gleich komplett meine Lidschatten rumräumen werde. Da zeige ich euch aber das fertige Ergebnis, weil ich meine ganzen Lidschatten von meinen Tischen entfernen möchte. Dann kommen diese weg. Der kommt, denke ich mal, weg. So für meine Urlaube. Also das werde ich jetzt wegtun. Aber das ist halt ein Body Bronzer, der eigentlich von der Farbe her sehr schön ist. Ja, aber das war so ein Overspray. Ist ein bisschen ärgerlich. Der kommt halt jetzt praktisch nicht mehr in meine Schublade für die, was ich so immer benutze. Und dann kommen wir, habe ich hier noch so ein paar einzelne Primark-Lidschatten. Sehr schön sind sie. Und dann kommen wir auch schon zu den Sachen, die wegkommen. Und zwar schiebe ich die nochmal runter. Nuki! Ich habe hier einen Travelholic Highlighter. Der ist richtig Schrott, sage ich euch. Der ist total krümelig, der ist schrecklich. Dann, wie gesagt, der kommt auch weg. Aber das kann ich in die Giveaways geben. Der ist noch nicht mal angerührt. Das ist so ein Peach Mood Lights. Das ist eigentlich eine Art Highlighter, aber der funktioniert nicht als Highlighter. Das kommt weg, das ist eine Catrice Palette, die ist übelst, Entschuldigung, scheiße. Dann leider meine Zoeva Gel Highlighter, funktionieren alle überhaupt nicht, sind auch so schrecklich auf der Haut. Schieben wir die Foundation rum. Dann habe ich hier nochmal so ein Highlighter mit so, also das ist eigentlich auch gedacht ein Highlighter, aber das ist eigentlich ein Bronzer, aber ich mag das Glitzer nicht. Dann habe ich hier noch einen Catrice Creme Blush, das ist sogar noch gar nicht mal so alt. Aber kann ich nicht benutzen. Dann haben wir hier eine Essence LE. lasst euch nicht stören von dem Getue da hinten, ist so witzig. ist halt einfach so von der Farbe her mir viel zu hell. Dann habe ich mal aus dem Tauschpaket leider Gottes einen zerstörten Bronzer gekriegt. Der ist ehrlich gesagt auch nicht so von Terra del Sol. Ich habe noch einen anderen von Terra del Sol. Der ist ganz gut, der ist richtig gut eigentlich. Dann habe ich hier noch einen Blush, der mir gar nicht mehr so gefällt. Der ist in der Pretty Terra. Der ist halt nicht mehr so von Farbgebung her. Der ist halt nicht mehr so ganz so stark von der Farbe her. Dann leider Gottes, diese werde ich auch wegtun, weil da komplett das ganze Ding gekrümelt ist. Das geht gar nicht. Dann habe ich noch ein Freezing Spray, Freezing-Ding von Catrice. Das hat gar nicht funktioniert, das hat überhaupt nichts gefriest. Und dann habe ich noch von Revival de Loop Young einen Highlighter, der hat gar nicht funktioniert. Der highlightet nämlich nicht. Und dann habe ich noch zwei Vivid Baked, die ich auch in die Giveaways packen werde, weil die ich nicht benutze. Hi Nuki. Und dann habe ich noch diese Essence Candy, I Want Candy Blush Dinger da. Die gefallen mir gar nicht und die kommen dann auch weg. Jetzt, wie gesagt, räume ich die mal in die Schublade ein und dann räume ich meine ganzen Paletten von meinem Tisch rüber in den Schrank und zeige euch dann das fertige Ergebnis und falls ich daraus aussortiert habe, auch welche ich aussortiert habe und aus welchem Grund, weil bei Paletten dauert es einfach wahnsinnig lange und deswegen zeige ich euch das fertige Ergebnis und praktisch, welche Paletten ich aussortiert habe, welche ich dann praktisch in die Giveaways gebe und so weiter. Stunden später, meine Babys schlafen, schaut mal, voll süß. Die sind voll verpennt, ich muss sie bald wecken zum Gassi gehen. Und das sind die ganzen Paletten, die weggekommen sind. Und ich zeige euch auch gleich meine fertigen sortierte packe ich von meinem großen Schrank. Weil es gibt natürlich aufgrund von Familienplanung zu einige Veränderungen, die jetzt einfach bei uns kommen werden. Und ich brauche einfach auch definitiv echt mehr Platz, also es ist einfach so und ich zeige euch mal, welche Paletten, also die kommen weggeschmissen, weil ich sie einfach wahnsinnig schlecht finde. Ja, wir fangen jetzt an mit der Kiso Palette, ich finde die mega, Entschuldigung, beschissen, da kann aber die Kiso nichts für, gar nichts. Ich werde die, ich habe die 3-4 Mal benutzt, Leute, ich habe die jetzt desinfiziert, die werde ich in die Giveaways packen, weil ich ehrlich gesagt weiß, dass die manche mögen werden. Ich mag sie halt nicht, weil ich einfach einen anderen Qualitätsanspruch habe mittlerweile. Und ich finde halt dafür, dass die Kiso eigentlich mega süße Looks normalerweise zaubert, finde ich die Palette eigentlich schrecklich. Dann habe ich hier noch eine Color Correcting Palette, die ist schon ausfertig. Dann habe ich hier noch eine
New Neutrals. Ich finde sie mittlerweile nicht mehr gut. Also wenn ich halt vergleiche zu den anderen. Dann haben wir hier eine Midnight Collection. Die kommt auch in die Giveaways. Weil ich habe die gekauft. Zweimal geswatcht und das war's. Dann die da kommt auch in die Giveaways. Ich habe die Leute nur einmal geswatcht. Diesen Ton hier und den hier. Der Rest ist total gut noch. Und die kommen natürlich dann nicht weg. Dann habe ich die ein-, zweimal benutzt. Die Snow, muss ehrlich sagen, so die Farben sind super schön, aber sie ist so schlecht zum Horten. Ich finde die schrecklich. Also die Sachen sind einfach, die kommt weg, die ist total ausgetrocknet. Ich habe komplett viele. Dann ganz schockierend, das Anastasia Beverly Hills Contour Cream Set. Das finde ich total beschissen. Also nicht alles, was viel Geld kostet, ist halt auch gut. Dann das da kommt weg. Dann das da, ja, das sind halt einfach nicht so meine Blushtöne. Da habe ich fast nichts benutzt von. Die werde ich auch in die Giveaways packen. Dann habe ich hier eine total beschissene Palette. Und zwar, ich habe hier einmal den Ton angefeuchtet. Leute, seht ihr das? Das ist total zusammengeklebt. Da kriegt ihr überhaupt kein Pigment mehr raus, ja. Dann habe ich hier noch eine Palette, wo, ach, das ist furchtbar. Die Töne sind zwar mega schön, aber die sind einfach sowas von schmutzig und springen mir entgegen. Dann habe ich hier noch eine Palette, die ich an sich eigentlich sehr schön finde, aber einfach ja wenig Nutzen daraus ziehen werde. Das weiß ich jetzt schon. Dann habe ich noch eine Elf Lidschattenpalette, die ich super beschissen finde. Die war auch in einer Glowbag drin, die halt gar keinen Nutzen für uns hatte. Dann habe ich ein Contour Kit, war an sich von den Farben gut, aber jetzt halt not my cup of tea. Dann haben wir hier diese Paletten. Ich muss sagen, am Anfang, wo Make-up Revolution halt ganz neu rausgekommen ist, da fand ich die halt echt super schön und die hat auch echt ihren Nutzen gehabt. Aber das Problem ist halt, schaut mal, die Hälfte der Palette ist, zwei Drittel der Palette ist halt komplett, auch im Licht seht ihr das, alles gleich. Und da kann ich halt nichts mit anfangen. Das ist dann einfach für mich, für meine Sammlung, absoluter Nonsens. Die da werde ich noch behalten. Das wollte ich jetzt nur kurz reinhalten. Das ist so ein bisschen so eine Bronzing-Palette mit etwas wärmeren Tönen. Dann habe ich hier eine Cream Blush Palette, die kann ich nicht mehr benutzen, weil ich halt schon mehrfach reingegangen bin und ich mittlerweile jetzt einfach das Gefühl habe, dass die auch nicht mehr gut ist, ja. Dann haben wir hier noch so eine, ja, so eine etwas kühle Palette, die mir aber gar nicht gefällt von der Pigmentierung. Und dann haben wir hier noch eine Artistry Palette, die finde ich super beschissen, Leute. Also ich kann euch nur sagen, lasst die Finger weg von diesen kleineren Make-up Revolution Paletten, weil die einfach von der Qualität her super beschissen sind. Und Leute, das ist das Ergebnis von meiner Ausmistreihe. Und schaut mal, das ist tatsächlich alles und das ist ein Riesensack, das ausgemistet wurde. Ich zeige euch mal jetzt, was ich praktisch in den Schubladen gemacht habe. Und Gott, sind die beiden nicht süß. Also ich muss sagen, die beiden kommen jetzt untereinander gar nicht klar und der Größenvergleich ist ja echt astronomisch. Ich zeige euch jetzt auf jeden Fall, was für Veränderungen ich in meinen Schubladen bewirkt habe. So, ich kann euch jetzt zeigen, also ich habe ja dieses System, diese Packschränke. Ich habe hier praktisch den Packschrank hier für meinen Mann und ich habe jetzt praktisch die unseren. Und das ist praktisch alles meins. Die ersten zwei Schubladen oben sind praktisch meine Kosmetikbags und normale Taschen. Dann mache ich erstmal die erste Schublade auf und zwar die erste Schublade sind komplett Skincare-Sachen. Also ich habe hier praktisch Handcremes und irgendwelche Verpackungsmaterialien, ein Spiel. Das ist übrigens voll cool, das Halligalli. Meine ganzen Masken und ich habe die jetzt praktisch so richtig schön separat gemacht. Das praktisch hier meine ganzen EOS Lip Balms, meine Handcremes und ich habe die einfach ganz oben hingetan, weil ich da jetzt nicht so häufig greife. Hier haben wir im Prinzip gar nicht mehr viel drin. Die war übrigens rammelvoll. Und zwar sind hier alles meine Sortierelemente. Packe ich meine großen Creme-Bottiche. Hier noch so ein bisschen Schmuck, Summer Food. Das habe ich mal so zugeschickt bekommen. Und da sind so ein bisschen so die Items drin zum Sortieren. Also rein theoretisch kann das ganze Zeug hier auch weg. Ich habe es jetzt mal gelassen, weil das sonst müsste ich es in den Keller schleppen. Und da habe ich jetzt gar keine Lust zu. Und jetzt kommen wir zur ersten Schublade, die ich total schön finde. Und zwar, ich habe jetzt hier das, das Geschirrset gedings sortiert. Habe dann jetzt einige Paletten hochkant gestellt, weil ich halt die ganz cool finde. Kann man so durchgehen. Dann hier habe ich meine neuen Essence-Paletten. Übrigens die
Ola Rio ist so geil. Das sind die neuen Essence-Paletten. Die sind richtig geil. Ich habe die Ola Rio und die Good Day Sydney. Die finde ich beide sehr schön. Die anderen sind Schrott. Ja. Dann habe ich ja meine Make-up Obsession-Paletten. Die sind auch sehr, sehr geil. Also die sind mega schön. Aber ich wollte so ein bisschen das weg von meinem Tisch. Ich zeige euch auch gleich meinen Tisch, weil der ist nämlich auch ziemlich entmüllt worden. Dann habe ich hier meine Zodiac-Paletten, meine BH Cosmetics-Paletten, diese größeren, und darunter die Morphe. Dann habe ich hier ein paar Gesichtspaletten. Hier sind meine ganzen Colourpop Einzellidschatten. Da hinten sind Zoeva-Paletten, nochmal Makeup Revolution und die großen Essence-Paletten. Und hier sind die diese Glam Reflections, dann die von der alten Sortiments Update. Hier nochmal so zwei Paletten und dann noch von Wet n Wild. Und das sieht man jetzt so im Großen und Ganzen. Es ist immer noch wahnsinnig viel natürlich. Aber ich muss sagen, es hat jetzt halt alles so ein bisschen sortiert. Das sind praktisch so Gesichtssachen, das sind praktisch so etwas günstige. BH Cosmetics, Zoeva, Colourpop, hier nochmal größere. Und somit kann ich halt, und ich finde die Schubladen halt einfach geil. Also für jemanden, der wirklich sehr viel Make-up hat, also ungefähr, wenn ihr so einen Schrank zusammenstellt, wenn ihr ihn selber aufbaut, seid ihr bei etwa 200 Euro. 80 Euro der Korpus und dann Schubladen ungefähr 200, 250 Euro. Also ich habe jetzt für all die ganzen Teile knapp 1600 Euro bezahlt. Aber ich muss sagen, in diese Packs passen halt unnormal viele Sachen rein. Das da ist ehrlich gesagt meine Lieblingsschublade. Das sind praktisch alles meine Items, die ich praktisch im Backup habe für meine Complexion-Sachen. Also praktisch Schwämmchen und so. Ja, es ist sehr viel, aber Leute, ich finde das mega ekelhaft, wenn man halt nette Pinsel so oft ausmacht. Also ich sag ja, mein Job als Make-up-Artist hätte ich definitiv damals mal machen sollen. Ich habe zwar auch ein großer Wunsch von mir, neben, dass ich also gerne im Musical in der Ausbildung gemacht hätte. Das wäre halt mega, mega schön gewesen. Damals hat es halt aus privaten Gründen halt nicht geklappt, aber Make-up ist halt so, ist meine Welt. Da lasse ich mich auch nicht beurteilen für. Sieht sehr, sehr schön aus. Ich habe halt, wie gesagt, sehr teure, also die Sigma Brush, die sind halt sehr teuer. Die kosten halt um die 40 Euro. Davon habe ich zwei. Waren aber mit 30% halt super erschwinglich. Immer noch nicht billig, aber hier sind so meine Haargummis und wie gesagt Schwämme und Bürschle und alles. Und das ist einfach, ich würde euch raten, immer ein bisschen Backups zu haben. Ich muss euch sagen, die Pinsel sind wirklich eine Ansammlung von Pinseln, die ich halt, also ihr müsst euch mal überlegen, ich habe jetzt da drüben noch einen Haufen, die auf meinem Tisch stehen. Das ist so mein Tisch, der ist jetzt gerade so einigermaßen sauber. Aber ich finde halt Pinsel sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen auch, ich habe zum Beispiel auch super viele geschenkt bekommen und so. Hier sind noch Love-Pinsel. Da werden aber auch immer wieder mal Sachen in die Giveaways gehen. Ich werde bei 2000 Abonnenten wieder eine mega geile Verlosung machen. Da sind wir aber noch ein bisschen weit weg von. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Dann haben wir hier die, dann habe ich ja hier so eine Art Trennung drin. Das heißt, ich habe praktisch nicht die großen Schubladen, sondern kleine. Das sind auch komplett Backups und zwar von meinen Lieblingslippenstiften, von meinen Highlightern, die ich geil finde. Habe aber auch zum Beispiel Sachen reingeschmissen, die ich halt mehrfach habe, meine Skincare. Das sind praktisch alles Sachen, ja. Ich habe hier sogar noch eine eingepackte Palette. Hier zum Beispiel, das habe ich auf der Glow mehrfach geschenkt bekommen. Das sind alles Sachen, auch die ich zum Teil auch mit in die Giveaways packe. Ich habe aber auch sehr gute Freundinnen, die kommen zum Beispiel immer wieder mal sagen, hey, schmier mal einen Bronzer und so, und ich habe eigentlich immer irgendwas da. Dann darunter haben wir praktisch jetzt die ganzen Make-up-Sachen. Ich habe jetzt aber auch noch ein paar Federn da rein, das ist Dekoration. Da hinten so Make-up-Backups. Leute, ich habe halt nun mal einfach sehr viel Make-up, das ist so. Aber ich hasse das, ich mag es auch nicht, den ewig zu behalten, weil ich finde das einfach sehr unhygienisch, ja. Hier sind noch Federn zur Dekoration, ein Spray. Hier noch ein paar, hier meine Fenty Beauty Foundation darf halt nicht fehlen. Dann hier, das habe ich gar nicht groß aussortiert, das sind praktisch meine ganzen Glitzer und Pigmente. Und da hinten sind praktisch Liquid Eyeshadows, Einzellidschatten, das sind Kiko Lidschatten, auch Kiko Cream Produkte, und das sind alles Glitzer. Und das ist halt richtig geil, das ist auch eines meiner Lieblingsschubladen. Benutze ich allerdings nicht so häufig, weil natürlich, es ist halt nicht die Schublade, die man so häufig benutzt. Und da unten sind alles Haartools, also alles praktisch für Haare. Das ist sehr gut für meinen Rücken. Dann gehen wir schon daneben dran. Das sind praktisch alles Wattebäuschen, Schwämmchen, Zeberwisch und weg und so weiter. Meine Oma-Schuhe. dann haben wir hier auch Lidschattenpaletten. Und zwar sind das alles hier fast Make-up Revolution. Das sind kleine Essence-Paletten. Dann haben wir hier die größeren BH-Paletten, zum Beispiel ja diese Einzeldinger. Das sind aber alles etwas ältere Dinger. Und hier vorne, ich liebe diese Paletten, diese, wie heißt denn diese
wie heißen die? Reloaded zum Beispiel, die ist so geil. Also da sind wirklich geile Paletten dabei. Auch ein paar hier so Highlighter-Paletten und so. Die habe ich tatsächlich alle aussortiert, Leute, aber ich wollte einfach Ordnung haben. Aber bei einem Make-up-Junkie sieht das einfach so aus. Ihr habt dann praktisch auch ein paar günstigere Varianten für Videos. Wenn ich ja praktisch mal Videos mache mit günstigeren Paletten, weiß ich halt so ein bisschen zu sortieren. Dann die nächste, finde ich auch eine sehr schöne Schublade, sind praktisch meine Blushes, Bronzer und Highlighter, die ich jetzt nicht jeden Tag benutze. Da tue ich aber immer wieder rollieren, ja. Da sind praktisch meine iHeart-Make-up-Sachen, dann verschiedene Blushes, Highlighter-Paletten und so. Einfach auch Sachen, die ich jetzt so nicht immer da vorne habe in meinem Stack. Da zeige ich euch aber gleich, wie das da vorne aussieht bei mir am Alltagstisch. Und die letzte Schublade ist die, also das finde ich schon hart. Ich habe von diesen da, ich habe eine komplette davon da oben rammelvoll gehabt und bin wirklich komplett zurückgegangen auf diese Menge. Die Lippenstifte, also ich habe meine Lippenstiftsammlung auf knapp 10-15% reduziert. Der Rest sind alles Liquid Lipsticks und so, die ich halt nicht jeden Tag benutze. Und da muss ich sagen, da haben wir unfassbar gut gearbeitet. Wie gesagt, der Sack da drüben, mir tut es überhaupt nicht leid, weil ich habe wirklich einfach viel zu viel. Und ich habe jetzt da hinten, da seht ihr ja nochmal eine Schublade, die war auch total voll mit Lidschattenpaletten, die ich jetzt aber rüberräumen konnte. Die habe ich beklebt, die ist jetzt komplett leer, weil ich irgendwann ja auch mal ein Kind haben möchte, beziehungsweise im Laufe des Jahres eigentlich hoffe ich, wenn Gott das möchte, sich mal eine Schwangerschaft einstellt. Und es gibt ja für die Malmkommoden Aufsätze und ich wollte halt, wie gesagt, eine Wickelkommodenaufsatz. Da würde ich gerne einen Aufsatz drauf machen und die ganzen Kinderklamotten da mal reinräumen. Und ehrlich gesagt, das, was da reinpasst an Kinderklamotten, reicht auch. So, dann haben wir hier die Übersicht, ja, von meinem Tisch. Und ich habe hier in der Schublade, habe ich jetzt eigentlich nur so Gesichtsprodukte, Ersatzpinsel, also Pinsel stelle ich meistens hier rein, weil ich habe ja, wie gesagt, auch Katzen und das Problem ist halt, wenn die Katzen halt komplett hier ihren Scheiß hinterlassen, ja, das gefällt mir halt persönlich nicht so besonders und die Haare, also das ist, sind noch aussortierte Sachen hier. Und wie gesagt, ich mag es halt, ehrlich gesagt, wenn mein Tisch ein bisschen aufgeräumt ist. Und dieser Turm, den habe ich euch mal ganz kurz gezeigt. Das sind zum Beispiel alles Puder, Concealer, ja. Dann habe ich hier drunter eine ganz, ganz große durchgemischte Ansammlung von Too Faced, Wet n Wild, Physicians Formula, Essence, Smashbox. Ich habe halt sehr viel Lippenprodukte, aber Lippenprodukte sind auch ehrlich gesagt meine Obsession. Ich liebe Lippenprodukte und jeder, der praktisch, ich finde auch mit Lippenprodukten fängt man einfach auch am meisten an. Und das ist richtig schön. Dann darunter habe ich halt Dose of Colors, die Superstays und natürlich meine über 30 Jeffree Stars. Also ich liebe die. Und ihr müsst halt auch ein bisschen gucken, dass euer Make-up immer schön sonnengeschützt ist, weil sonst wird es halt ganz, ganz schnell schlecht. Dann habe ich hier NYX, Kiko Lippenstifte und Maybelline. Hier habe ich Milani, da habe ich Make-up Revolution und hier sind so meine High-End, so MAC und so, aber da habe ich ganz wenig von. Dann hier unten drunter sind alles Glosse. Da habe ich dann diese Liquid Lipsticks von Rival de Loop. Dann habe ich hier einige Lippenöle, Lipglosse, hier Sephora Glosse, Sephora, Fenty Beauty und so. Also das ist auch eine Schublade, die ich mittlerweile sehr häufig nutze. Dann haben wir hier noch alles Colourpop. Also Colourpop ist auch so etwas, was ich ganz arg viel habe und sehr, sehr schön ist. Und hier haben wir jetzt, also die in diesen Schränken sind alles meine High-End-Paletten und Paletten, die wirklich mir sehr viel bedeuten. Ganz, ganz neu, da wird es auch geile Videos zu geben, ist die Profusion Cosmetics. Habe ich einige Paletten, sind unfassbar gut. Dann meine Alien-Palette und auch die ganzen anderen Paletten, die wirklich in meinem Alltag nicht fehlen dürfen. Hier, das ist alles High-End, Leute. Das sind halt Anastasia Beverly Hills, die Be Perfect Carnival. Sehr, sehr schöne. Die Desert Oasis Mega-Palette, die Ginger. Darunter die Ofra-Palette von der Alida. Und hier ist noch Clarity, Dominic Cosmetics. Oh, Pat McGrath, das ist natürlich die Palette überhaupt. Also ich habe eine Pat McGrath, habe ich ja eine Palette gekauft. Und oh mein Gott, die ist so schön. Also es ist, also würde ich auf alles verzichten können, könnte ich mit der den ganzen Jahr Looks schminken. Dann habe ich hier oben, das sind Bronzer, Highlighter und ja, Bronzer und Highlighter, genau, und eine kleine Handcreme habe ich hier mal reingelegt. Ehrlich gesagt, ich liebe Blushes und ich liebe Bronzer über alles. Dann hier oben haben wir praktisch meine Blushes und
Wie gesagt, einige Highlighter noch dazwischen, aber das weiß ich aber immer ganz genau, was wo was ist. Und hier sind so die kleineren Paletten, wie Highlighter-Paletten, meine Dose of Colors-Paletten, meine ganzen Colourpops und die kleineren Paletten von Juvia's Place. Hier sind Schwämmchen drin und noch so ein paar Dings, das ist aber jetzt nichts Spektakuläres. Da sind Wimpern drin, die kriege ich hier nicht auf. Das sind alle Setting Sprays und Complexion Sprays, Öl Sprays, Primer. Da unten ist nichts mehr drin. Da drüben weiß ich gar nicht. Ach, da sind Augenbrauenprodukte und Lip Scrubs. Und diese ganzen anderen sind leer. Also wie gesagt, Leute, das war's. Ich denke, dass dieser Sack sich sehen lässt. Und mit diesen beiden Schätzen möchte ich mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch super viel Spaß nochmal beim Anschauen. Ich liebe diese kleinen Videos. Wie süß ist er bitte? Guten Morgen. Good morning. Good morning, everybody. Good morning. Oh. Oh, der ist so süß. Und auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich werde mich mit diesem Müllsack von euch verabschieden. Werde endlich diesen Scheiß los und bin gottfroh darüber. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, meine Lieben. Ciao.